Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlauschkanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Und zwar wird es heute eine sehr, sehr wichtige Folge sein. Wir spielen heute gegen Valencia und wir können auch mal gerne auch in die Tabelle reingehen der Champions League. Denn momentan ist es eben eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir haben die Chance weiterzukommen, aber die Chance ist sehr, sehr klein. Das habe ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt. Denn Monaco muss gegen Slavia Prag ran und wenn Monaco gewinnt, haben wir keine Chance mehr weiterzukommen. Andererseits müssen wir gegen Valencia gewinnen, die bisher noch kein Spiel verloren haben. Übrigens auch noch das, ein kurzes Sorry auch nochmal an alle. Normalerweise kommen ja jeden Tag 2 Videos auf diesem Kanal, aber habe es leider nicht geschafft, zu gestern eine Folge zu machen. Aber dafür heute geht es ganz normal weiter. Ich denke auch hier gegen Cagliari werden wir so ein bisschen was ändern am Kader. Und zwar Esposito soll ruhig rein. Tavares ist einfach ein bisschen hier Rotation, nicht zu viel. Denn ich will schon noch, dass wir gewinnen. Es wäre schon sehr, sehr wichtig, dass wir hier jetzt in der Simulation gegen Cagliari das Ganze hier holen, auch wenn das wichtige Duell gegen Valencia ansteht. Kriegen wir in der 87. Minute den Gegentreffer. Das ist natürlich super bitter. Esposito trifft. Aber leider kriegen wir in der 87. Minute den Gegentreffer, deswegen das Ganze nur 2-2 ausgegangen ist. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich, denn wir wollen ja auch in der Serie A vorankommen, beziehungsweise wollen da in der Serie A natürlich eher um die Meisterschaft mitspielen. Und dann ist es natürlich super, super ärgerlich, wenn du gegen solche Gegner wie eben auch Cagliari nicht gewinnst. Aber nun gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Wir haben 2 Nachrichten, da gucke ich ganz schnell rein und danach geht es aber auch schon rein ins Duell gegen Valencia. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Ja gut, nichts wirklich Wichtiges. Hier will nur Moiskin ein bisschen quatschen. Ich sage ihnen einfach mal, dass ich drüber nachdenke, ihn einzusetzen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein hier ins Duell gegen Valencia. So Leute, wir sind hier jetzt im Duell gegen Valencia im Mestalla Stadium. Und zwar müssen wir hier gewinnen, ohne Wenn und Aber, um eine kleine Chance zu wahren. Hier die Ausstellung: López, Hermoso, Kabak, Florenzi, Gaia, Rakitić, Mount, Soler, Guedes, Loschek und Immobile im 4-4-2-System. Spielt hier Valencia. Wir gucken natürlich auch gleich auf unsere Aufstellung und wie wir hier antreten. Es ist super, super wichtig, dass wir hier auswärts in Spanien gewinnen. Wir müssen natürlich auch hoffen, wirklich, dass irgendwie Slavia Prag einen Punkt mitnimmt gegen Monaco. Auch wenn ich es nicht glaube, da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Ansonsten sind wir in der Euroleague mit Mbappé, mit Haaland, mit Kamavinga, mit Joshua Kimmich, nicht Joshua. Habt ihr mich ja auch berichtigt. Auf jeden Fall hier jetzt unsere Aufstellung mit Donnarumma im Tor, Romagnoli, Koulibaly und natürlich Eder Militao in die Dreierkette. Den Rest seht ihr gleich mit Hernandez, Kamavinga, Joshua Kimmich, Semedo, Zaniolo, Haaland und Kylian Mbappé. Ich hab Bock aufs Duell, gehen wir rein jetzt hier in dieses Duell gegen Valencia. Jetzt das Spiel hier schnell gemacht, Kylian Mbappé, Erling Haaland mit dem Pass auf Mbappé. Der kann jetzt ein bisschen durchsprinten, ist eigentlich schneller als jeder andere. Mbappé stoppt da ab, spielt nach hinten, Theo hat ihn gleich weitergespielt und der Schuss von Mbappé wurde leider abgefälscht vom Spieler von Valencia. Aber wir machen direkt mal hier Druck, kommen wir da wieder im Ballbesitz, Kamavinga, aber leider Einwurf nur Valencia. Boah, was für eine Grätsch von Romagnoli gegen Immobile. Semedo schön mit der Hacke weitergeleitet, auch Mbappé hier schön. Zaniolo spielt auf Kamavinga, Kamavinga mit dem Schuss, aber Anthony Lopez hält den. Ja, schade, dass der portugiesische Keeper den Ball gehalten hat. Erling Haaland hier jetzt auf Mbappé. Mbappé sucht das 1 gegen 1, macht das hier stark. Kylian Mbappé dreht sich da gut. Mbappé und Hermoso blockt den Ball da einfach nochmal. Das wäre das 1-0 gewesen. Der Torhüter war schon geschlagen, aber Valencia rettet sich da nochmal in Form von Hermosos Block, der hier den Angriff einleitet, aber Semedo ist da. Militao, Kimmich, Haaland, Mbappé. Kylian Mbappés Pass war gut. Der Pass war richtig gut. Nicolo Zaniolo zieht ab und macht ihn rein. Da kann López mal gar nichts machen. Absolut gar nichts. Was ein geiles Ding hier von Nicolo Zaniolo, der den richtig strikt reinballert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, wie Nicolo Zaniolo den macht. Mbappé, hier sehen wir seinen Superpass, perfekt in den Laufweg von Zaniolo und der knallt ihn da so rein, dass ja, López einfach nur noch zugucken kann. Der guckt einfach nur, wie der Ball an ihm vorbei huscht und denkt sich auch so, ey, was soll ich bei der Kanone bitte machen? Da kannst du dich strecken oder sonst was versuchen. No chance, den Ball zu halten. Nicolo Zaniolo hier mit seinem 2. Tor in der UEFA Champions League
Und dieses Tor könnte verdammt wichtig sein, je nachdem, was aktuell da Monaco und Slavia Prag fabrizieren. Soler, oh, gutes Dribbling. Oh! Eder Militao mit dem strafwürdigen Foul im Elfmeter. Absolut dämlich. Absolut dämlich. Und jetzt ist es Ciro Immobile, der vor der Saison für 45 Millionen von Milan zu Valencia ging, der jetzt die Chance hat. Und Donnarumma hält den! Ja! Nice. Er zeigt noch hier, komm her, komm her, komm her. Der war nicht so perfekt geschossen und Donnarumma hält den. Stark. Stark von Donnarumma. Kylian Mbappé auf Haaland. Und der hier wiederum auf Nicolo Zaniolo. Zaniolo knallt den da fast wieder rein. Also Zaniolo hat schon einen brutalen Schuss, muss man sagen. Der hat schon einen brutalen Schuss. Ja gut, der wäre diesmal nicht ganz so platziert gewesen. Den hätte höchstwahrscheinlich Lopez gehabt. Semedo kann jetzt natürlich durchsprinten. Ist da schneller als jeder andere. Semedo. Semedo knallt ihn dann nicht rein. Gegen seinen portugiesischen Landsmann Lopez zieht er da leider den Kürzeren. Der den Ball hier wirklich gut gehalten hat. Denn Semedo hat das schon mit ordentlich Kraft, wollte ihn da ins kurze Eck bringen, aber der Keeper hält. Hammerwinger hier auf Kimmich. Der mit der Flanke aber zu nah an Lopez gespielt. Dementsprechend hatte er diesen Ball ganz, ganz einfach. Aber eventuell könnte es nochmal, nee, leider nicht gefährlich werden. Erstmal gehen wir hier rein in die Halbzeit. Leute, ihr seht es hier gerade, wir sind in der Halbzeit. Slavia Prag verliert momentan daheim 1-0 gegen Monaco. Wenn das Ganze so bleibt, sind wir raus aus der Champions League. Das heißt, wir spielen nur Euroleague. Das wäre super, super bitter. Ja, eigentlich mit dem Team musst du in der Champions League spielen. Dann kannst du nicht in der Euroleague rumgurken. Aber wir haben es halt in den vorherigen Spielen verkackt. Aber machen wir weiter. Gehen wir wieder rein jetzt in die zweite Halbzeit. Soler, Loschek, Koulibaly kommt da nicht wirklich ran. Und hier die Schussmöglichkeit, das gibt's nicht. Geddes mit dem Treffer hier in der 69. Minute gleicht hier für Valencia aus. Und das wäre das endgültige Champions League aus. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir diesen Gegentreffer kassieren. Das darf nicht wahr sein. Loschek hier, der hier den Zweikampf gegen Koulibaly gewinnt. Einfach direkt genommen mit Risiko und dann macht er den halt, ne? Boah, bitter, bitter, bitter. Donnarumma kommt da nicht mehr ran. Wir müssen jetzt Gas geben. Wir müssen Gas geben, hier irgendwie gewinnen. Vollkommen egal, wie offensiv wir dafür agieren müssen. Hauptsache, wir treffen hier nochmal und gehen wieder in Führung. Was macht denn Kylian Mbappé, der sich den Ball da wiederholt und den jetzt reinschießt? Okay. Ich habe ja eben gefragt, was Mbappé macht. Er macht den Treffer. Wichtig. Dass wir relativ schnell auch antworten können. In Form von Kylian Mbappé. Hier sehen wir es nochmal. Verliert hier erst ein bisschen leichtsinnig den Ball. Dann holt er sich den aber wieder. Und macht ihn einfach mit links rein in Spitze. Also einfach aufs lange Torhütereck. Boah, den darf Anthony Lopez schon mal haben. Ist aber natürlich aus kurzer Distanz immer einfacher gesagt, als dann auch wirklich getan. Mbappé hier mit seinem 9. Champions League-Tor. Sehr schön. Hammerwinger raus, dafür kommt Pellegrini rein. Jetzt noch das 3-1 machen und dann sind wir relativ sicher hier in diesem Spiel. Nächster Mount, ja, wird da fast umgegrätscht. Und der Ball landet bei uns. Zaniolo kann ihn leider nicht halten. Gaia hatte den. Immobile. Loschek. Stark von Kimmich. Nein, am Ende ist doch Rakitić da. Der Pass war überragend. Der Pass war einfach nur überragend von Rakitić, die hier, ja, der hier wirklich das 2-2 öffnet. Er öffnet hier mit einem Weltklasse-Pass das 2-2 und wir sind wahrscheinlich raus. Hier sehen wir es nochmal. Loschek hält den Ball. Wir kommen da eigentlich gar nicht so schlecht in den Zweikampf. Dann der Pass von Rakitić. Und hier ist es ein Fehler von Koulibaly. Hier sieht man es nicht so gut. Aber Koulibaly hebt dieses Abseits auf. Der steht nicht auf dieser Dreierlinie. Sondern viel zu weit hinten steht er da nicht, sondern steht auf Linie, wäre das hier ganz klar abseits. Und dementsprechend macht hier Soler den Treffer, was für uns super bitter ist.
volle Offensive jetzt natürlich und irgendwie noch versuchen, nochmal ein Tor zu machen, aber das scheint das aus der Champions League zu sein. Mount, wir sind natürlich jetzt hier komplett offensiv, Soler. Soler hat jetzt eine riesige Chance, Pellegrini kommt da nicht richtig hinterher. Soler gegen Pellegrini, Pellegrini macht das überragend. Überragend. Bastoni. Koulibaly. Semedo, der Pass war gut. Kimmich. Haaland. Oh, der spielt den da rüber. Das gibt's nicht. Haaland, Mann. Was spielt so viel Kackpässe? Kommen da nicht mehr ran. Wir kommen da anscheinend nicht mehr ran. Weil Haaland im letzten Angriff den Pass auch sonst wohin spielen muss. Leute, seht euch das an. Slavia Prag gegen Monaco 1-1. Habt ihr es gerade gesehen? Monaco hat gegen Slavia Prag 1-1 gespielt. Mann, das kann nicht wahr sein. Wir sind raus. Wir sind raus aus der Champions League. Und wir hatten die Chance. Wir hatten die Chance. Sie haben nur 1-1 gespielt, Mann. Bitter. Bitter, 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 bitter. Bitter. Alter, das ist richtig bitter. Das kann nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Wir sind raus aus der Champions League. Wir haben es einfach nicht gebacken bekommen, hier die Treffer zu machen, beziehungsweise einfach die Führung zu halten. Es ist scheiße, Leute. Es ist scheiße. Denn Euroleague hin oder her. Also Euroleague ist ja ganz nett. Den Wettbewerb haben wir noch nicht gewonnen, aber Mbappé, Haaland, was haben wir alles ausgegeben? Und dann fliegen wir in der Gruppenphase raus. Ja, 21 Millionen Preisgeld, das ist jetzt auch nicht so schön. Also bringt mir jetzt gerade nichts. Die Rotation ist wichtig. Keen, heul nicht rum, sonst verkaufe ich dich ganz einfach. Wir gucken mal, gegen wen wir in der Euroleague spielen. Das würde mich nämlich jetzt schon interessieren. Wir spielen heim gegen Lecce im Pokal und dann ist Rapid Wien irgendwann der Gegner. Okay. Aber die Euroleague müssen wir auch schon gewinnen dann. Also da gibt es auch keinerlei Ausreden oder sonst was. Die Europa League muss gewonnen werden. Hier jetzt noch in der Schnellsimulation gegen Sampdoria. 3-1. Also die Ziele sind jetzt klar definiert. Ich will das kleine Triple. Serie A, oberstes Ziel. Euroleague und auch die Copa. Das sind drei Wettbewerbe, die ich noch nicht gewonnen habe. Champions League haben wir immerhin schon irgendwann mal gewonnen in der zweiten Saison. Aber ich will vor allen Dingen auch die anderen Wettbewerbe auch gewinnen. Ich gebe mich damit jetzt nicht mehr zufrieden, einfach nur zu sagen, oh, ich will nur die Serie A gewinnen, weil nicht mit dem Kader, ey, wir haben einen der krankesten Kader überhaupt. Und dann verkackt man das, oder in dem Fall habe ich das verkackt hier gegen Valencia. Und vor allem, wir haben die Chance noch gehabt, das gibt's nicht, ne? Monaco führt zur Halbzeit 1-0. Slavia Prag kriegt sogar das 1-1 hin, aber wir verkacken es auch. Wir verkacken es einfach auch. Mich regt immer noch dieser letzte Pass von Haaland auf. Keine Ahnung, ob daraus ein Tor entstanden wäre oder nicht. Keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein, ist ja auch erstmal egal. Aber dass du diesen letzten Angriff so wegwirfst einfach, das nervt mich halt, weil er doch eigentlich gut genug sein sollte, um einen leichten Pass zu spielen. Auch wenn er hier gerade den Doppelpack gemacht hat. Gucken wir kurz auf die Serie A-Tabelle noch. Er bringt ja jetzt auch nichts, mich ganz halt aufzuringen. Ich muss jetzt nehmen, wie es ist. Ich kann daran jetzt leider nichts mehr ändern. Super, super nervig ist es trotzdem. Immerhin hier in der Serie A, ja, wollte ich sagen, sind wir im Soll, aber klar, wir sind nur in Anführungsstrichen 5 Punkte vor Juve weg, aber das ist viel. 5 Punkte und wir haben den direkten Vergleich, glaube ich, auch verloren gegen Juve. Das ist dann schon einiges, muss man sagen. Ja, 2-0 hatten wir gegen Juve verloren. Schwierig. Ich will die Serie A gewinnen, ich will die Copa und ich will von mir aus auch gerne noch die Euroleague gewinnen. Ja, mich ärgert das, dass wir die Champions League so früh rausgeflogen sind. Aber nun gut, da kann ich leider nichts mehr machen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotz des Champions League ausgefallen. Euer Veloz meldet sich fürs Erste ab und bye bye.